Kurznachrichten verfasst hat der Charles Vogel. Die 25-jährige Joyce aus Zürich sorgt mit einem glatten Video auf YouTube für Furore. Mit einem selber gedichteten Lied macht sie ihren Ex-Freund runter. Dabei ist sich Joyce auch nicht schade, mit ihrem kreuzfalschen Gesang zur Lachnummer zu werden. Was sie zu dem ausgefallenen Auftritt bewegt hat, das hat Joyce der Donna Goblinger erzählt. Rechnet Joyce alias Joyce Stitch echt schon wieder mit ihrem Ex ab? Genau da hat sie ihr YouTube-Video aufgenommen, das für Furore sorgt. Das ist jetzt für dich! Doch so! Ich vertraue dir nicht mehr! Ich will im Internet alles von dir erzählen! Hört die Worte von einer enttäuschten Frau? Joyce winkt ab. Eigentlich nur von Fun, also Unterhaltung. Es ist nicht wirklich eine Abrechnung oder so. Ja, aber gibt es denn den Ex-Freund? Hat er dich wirklich verletzt? Nein, es gibt keinen Ex-Freund. Trotz dieser aufgebauschten Geschichte hat 20 Minuten online das Video von der Joyce auf seine Homepage da. Tausende von Leuten haben den Clip von der Joyce schon angeklickt. Was hast du denn damit erreichen? Eigentlich nur, dass ein paar Kollegen lachen müssen, aber jetzt ist irgendwie voll rumgegangen und ja. Der arbeitslose Joyce ist das noch so recht. Berühmt werden ist ihr Ziel. Es ist nicht jedermann Humor, das gebe ich zu. Aber ich denke, es ist sicher eine Marktlücke, ja, Joyce Stitch. Der Tag wird kommen, wo ich in die Kirche mit ihnen laufe. Und du wirst dir wünschen, du wärst an meiner Seite. Weil der Pfarrer wird beten und dann bin ich verheiratet. Und du nicht. Ob Joyce du die Geschichte mit dem virtuellen Ex-Freund wirklich eine Marktlücke verwünscht? Auf Tele Zürich doppelt sie nochmal nach. Willi! Okay. Am Samstag in einer Woche wird die neue Miss Schweiz gekrönt. Ich muss entschuldigen, das war wirklich lustig. Drei Zürcher Kandidatinnen zeigen sich heute von ihrer urigsten Seite.